Guten Morgen. Guten Morgen. So, wie versprochen, lese ich euch einen Ausschnitt aus Michael Hampes Buch. Das heißt, wozu? Vor. Michael Hampe ist ein deutscher Philosoph. Ich zeige euch jetzt mal eine Internetseite über ihn. Michael Hampe, Philosoph. So sieht er aus. Ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ist in Hannover geboren, lebt ab in Zürich. Er war jetzt auf der Kölner Philharmonie, wollte ich sagen, Philkolon-Veranstaltung, philosophische Veranstaltung im Juni, und da habe ich ihn persönlich kennengelernt. Ja, Michael Hampe, guten Morgen, lieber Michael, lieber Herr Hampe. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und er hat mir sein Buch auch gewidmet für Katalin von Michael Hampe. Romantisch ist es nicht. Köln, der 14. Juni 2024. Ich lese manchmal aus Büchern von Philosophen, Autoren vor, weil es mir Spaß macht. Und ich merke gerade, ich habe den Buchtitel gar nicht zu Ende gelesen. Das heißt nochmal, wozu? Ah, auch die Farbe passt zu meiner Kleidung. Okay, Entschuldigung. Nicht Entschuldigung. Ja, das ist schön. Diese Harmonie. Farben. Harmonie. Eine Philosophie der Zwecklosigkeit. Passt wunderbar. Steht auf meinem Nachtschrank. Und ich greife manchmal zu Büchern, auf die ich Lust habe. Was ich mit diesem Ausschnitt machen werde später, weiß ich noch nicht. Und wozu soll ich das da auch wissen? Es beginnt mit bestimmten Zitaten, mit Zitaten von anderen Philosophen. Ich meine, auf die letzten kann ich nicht. Okay. Ich lese sie auch vor. Dann schon. Oder man könnte auch sagen, der erfüllt den Zweck des Daseins, der keinen Zweck außer dem Leben mehr braucht. Ludwig Wittgenstein, Tagebucheintrag vom 6.7.1916, Notebooks 1914 bis 16. Das Notebook, diejenigen, die Wittgenstein wissen können, ist ein kleines blaues Buch. Ich glaube, es landete in den USA irgendwo. In den USA wurde es gefunden, dann weiß ich nicht. Noch einmal. Oder man könnte auch sagen, der erfüllt den Zweck des Daseins, der keinen Zweck außer dem Leben mehr braucht. Ah, jetzt verstehe ich das. Der, also derjenige, der erfüllt den Zweck des Daseins, der keinen Zweck außer dem Leben braucht. Der nächste Satz. Wie lässt sich das Phänomen Leben beschreiben? Wie lässt sich überhaupt noch irgendetwas beschreiben? Das Zitat stammt von einer, und das sehe ich erst jetzt, von einer meiner lieblingsösterreichischen Autorinnen, Friederike Mayröcker. Von Friederike Mayröcker habe ich selber Romanausschnitte übersetzt und publiziert in eine renommierte literarische Zeitschrift in Ungarn. Und zwar sehr gerne habe ich das getan. Noch einmal. Wie lässt sich das Phänomen Leben beschreiben? Wie lässt sich überhaupt noch irgendetwas beschreiben? Und dieses Zitat kommt nach Ludwig Wittgenstein. Das ist auch kein Zufall. Really? Really? Friederike Mayröcker, Mein Herz, mein Zimmer, mein Name. Frankfurt am Main, 1988, Seite 7. Noch eine Philosophin, also jetzt eine Philosophin. Gott ist Aufmerksamkeit ohne Ablenkung.
Gott ist Aufmerksamkeit ohne Ablenkung. Leute, ich schwöre, ich habe diese Sätze noch nicht gelesen. So schöne Synchronizität. Gott ist Aufmerksamkeit ohne Ablenkung. Simone Weil, Kahir 4, Seite 132. Und den letzten Autor oder Philosophen kenne ich nicht. Er heißt Omar Chayyam. Lebte von 1048 bis 1131. Ich glaube, es war Mystiker vielleicht, weiß ich nicht. Als wir Kinder waren, gingen wir zum Meister eine Zeit lang. Eine Zeit lang waren wir betört von eigener Meisterschaft. Höre das Ende der Geschichte, die uns widerfuhr. Wie Wasser strömten wir und verschmolzen mit dem Wind. Omar Chayyam, wie Wasser strömen wir, Seite 9. Und jetzt beginne ich mit dem Buch. Erstes Kapitel. Was erschien? Vergangenen Winter habe ich eine entfernte Verwandte von Kagame. Es macht nichts, wenn sie gerade nicht wissen, wer das ist. In der von uns sogenannten wirklichen Welt gefragt, was autobiografische Philosophie sei. Da hat sie geantwortet. Autobiografische Philosophie ist eine Form der philosophischen Untersuchung, die persönliche Erfahrungen, Gedanken und Gefühle der Philosophin oder des Philosophen, benutzt, um ihre philosophischen Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Dieser Ansatz unterscheidet sich von traditioneller Philosophie, die sich häufig auf abstrakte Begriffe und logische Argumente stützt. Autobiografische Philosophie basiert auf der Idee, dass persönliche Erfahrungen und Emotionen eine legitime Quelle für Wissen und Einsichten sind. Autobiografische Philosophie kann viele Formen annehmen, von der persönlichen Reflexion einer Philosophin oder eines Philosophen in deren Schriften bis zur Verwendung von Lebenserfahrungen in ihrer Untersuchung und persönlichen Erzählungen in der Lehre. Einige Philosophinnen und Philosophen argumentieren, dass dieser Ansatz zu einem nuancierten Verständnis der Condition humaine führe, weil er abstrakte Begriffe mit den konkreten Erfahrungen von Individuen verbinde. Einige Beispiele von Philosophinnen und Philosophen, die autobiografische Elemente in ihren Arbeiten verwendeten, sind Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Friedrich Nietzsche. Aber auch Seneca, Epiktet, Descartes, Montaigne, Kierkegaard und Cavell wären zu nennen. Und noch einige mehr, ja, also Karl Jaspers zum Beispiel. Ich glaube Heidegger auch. Ihre Arbeiten offenbaren eine Menge über ihre eigenen Lebenserfahrungen. Augustinus, Entschuldigung, es fällt mir so ein, St. Augustin, ja. Okay. Santa Claus. Ihre Arbeiten offenbaren eine Menge über ihre eigene Lebenserfahrung, ihre persönlichen Gedanken und Gefühle und darüber, wie sie ihre philosophischen Ideen geformt haben. Es ist wichtig festzuhalten, dass autobiografische Philosophie keine philosophische Disziplin ist, sondern eher ein Ansatz, der in jedem Feld der Philosophie genutzt werden kann. Wunderbar. My choice. Es ist ebenfalls wichtig zu sehen, dass
Voreingenommenheiten in einer Philosophie Platz greifen können, die persönliche Erfahrungen verwendet. Mit dem nächsten Kapitel, Der Weg hinein, fange ich jetzt nicht mehr ein, nicht mehr an, sondern ich wünsche euch, wow, guck mal, so ein Lesezeichen. Das habe ich jetzt so spontan gefunden. Alles ist so farblich, so sehr harmonisch. Es war nicht bewusst. Okay, so ihr Süßen. Ich gebe euch eine Hausaufgabe, wenn ich darf. Seid glücklich. Oder so. Egal, wie ihr das Wort glücklich definiert. Ja? Wir werden jetzt nicht darüber diskutieren. Gesund? Im Moment, im Hier, in Liebe zu euch. Na gut, ich habe gesagt, ich gebe euch keine Tipps. Macht, was ihr wollt. Ciao, amore. Arrivederci.